Hallo liebe Spielefreunde, Horrorfreunde und natürlich auch Filmfreunde. Hier ist euer Freund 80 mit einem besonderen Video für euch, denn heute ist Freitag der 13. Und da kommt ein Spiel raus, nämlich Doom. Ja! Und ich habe euch ja schon in der Movie News angekündigt, dass da eine Collector's Edition rauskommt. Und da steht sie, ein ganz kleiner Karton, oh ja. Und mein Messerchen ist auch schon gewetzt zum Aufpacken. Und ich muss jetzt mal kurz was fragen. Manche Abonnenten haben mich auch gefragt bei den Kommentaren, bei den Movie News, packst du auch diese Edition aus? Ja, liebe Filmfreunde, es ist doch völlig logisch. Habe ich euch schon jemals im Stich gelassen mit den neuesten Unboxing-Videos, wenn ich mir eine Edition kaufe? Nein, und diesmal auch nicht. Und langer Rede, kurzer, ich will dieses Teil jetzt mal auspacken. Natürlich ist es wieder eigenhändig, denn ich bekam doch noch eins über Amazon Deutschland. Und die ist jetzt aber wieder verfügbar für 129 Euro. Also ich finde immer meine Kauflinks in der Videobeschreibung. Und natürlich auch hier ist es auch drin. Oh, leck. So. Und hier ist sie, hier ist sie, hier ist sie. Und dann machen wir das Kartonchen weg. Und hier ist Doom Cinemax German USK. Und jetzt packen wir mal das schöne Teil aus. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es ist nicht so eine schlechte Edition wie auch schon Tomb Raider. Aber ich bezweifle, glaube ich, schon, dass es jetzt so extrem schlecht sein wird. Und hier haben wir sie nun. Doom! Haha! Saugeiles Teil. Und der Rudi ist auch schon im Paket wieder drin. Sehr cool. Hier ist er, Doom. Mit oben vorne drauf den Revenant. Sehr geil. Hier natürlich ein Logo noch von Doom. Und hinten drauf eben hier Collector's Edition. Exklusive 30 cm hohe Statue auf einem beleuchteten LED-Fuß mit einem sich langsam drehenden Turbine. Exklusive Metallbox, Doom Xbox-Version und Dämon Multiplayer Pack. Schicken Sie die Dämonen zurück in die Hölle. Ja, knallharte Einzelspielerkampagne, brutal schnell, zerstörerische Waffen und Verbesserungen, erbarmungslose Dämonen, rasanter Mehrspielmodus, Arena-Kampf, Spieleanpassung. Einzigartige Mod ist spielbare Dämonen und nahezu grenzenloses Spielerlebnis, neues Solo- und Co-op-Levels herunterladen, gestalten Sie eigene Inhalte mit SnapMap. Ist natürlich ein Einzelspielerspiel und natürlich auch für 2 bis 12 Personen für Online-Spiele. Ich habe das schon mal die Beta gezockt auf dem PC und jo, das geht hier richtig geil zur Sache, also hier nicht so viel campen, da kannst du eigentlich nur durchballern. Und sowas gefällt mir schon viel besser als immer dieses Campen überall und Zielen und irgendwann mal sterben. Also ich sterbe eigentlich was nur, sondern zielen tue ich was nicht, sondern ich tue nur sterben. Ja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir packen einfach mal das Schöne auf. Und hier haben wir noch ein... Nee, hier geht nicht wieder auch raus hier. Yes. Ich schiebe es einfach mal raus. Es ist auf jeden Fall schon sehr fest dran. Leck. Ah, leck. Ich muss mal dazu kurz aufstehen, denn die geht so schlecht runter. Ah, leck mir Marsch. Ah, jetzt flutscht's. Die war ein bisschen, trocken, ne? Also schade, komisch. Ja, und hier noch ein richtig geiles Motiv nochmal vorne drauf. Sehr geil. Hier nochmal dann das Netflix-Logo und hin auch nochmal dasselbe Motiv. Hätten wir auch ein bisschen anders drauf machen können. Und hier schon mal zu sehen, das geile, die geile Figur. Und wir machen erst einmal auf. Und da haben wir schon mal, hier oben ist dann schon mal, hier oben ist schon mal die Gebrauchsanweisung, wie man das alles zusammenbaut, aber nichtsdestotrotz, hier ist auch ein Zettel mit dabei.
wie man das Teil zusammenbaut. Und ist denn da auch die Batterien schon mit enthalten? Und da muss man wohl auch reinschrauben, aber ich glaube, hier sind keine Batterien mehr dabei. Und da ist auf jeden Fall schon mal on-off. Können wir drauf drücken hier. Und wisst ihr was? Wir machen einfach mal weiter. Und wo haben wir hier denn das Ding? Ach, da, da ist das Ding drin. Aber schön. Oh, da kommt schon raus. Und dann haben wir hier schon mal das Steelbook. Und was seht ihr hier? Hier haben wir so eine geile Prägung. Saustark, richtig geil. Und wir machen einfach mal auf. Wir machen einfach mal auf. Ich bin wieder etwas übertrieben. Ich habe nämlich Nachtdienst jetzt. Meine erste von 7 Nächten. Und das Problem ist, ich muss es jetzt gleich unboxen. Also wir haben jetzt gerade 11 Uhr erst. Aber mir war das Unboxing wichtiger, denn meine Frau ist heute Nachmittag nicht da. Und wenn ich ein bisschen noch penne, dann werde ich Spiel installiert, damit ich heute Nachmittag auch gleich zocken kann. Und machen wir noch so das Zeug noch ab. Das mag ich nämlich auch, dieses komische Klebchen da. Ich weiß, ich soll es eigentlich aufheben, aber ich hebe es nicht auf. Ja, natürlich geht es natürlich ganz schlecht ab. Herrgott, Sakrament. So eine Scheiße hier. So eine Scheiße! Aber ich sag's. So. So, und dann haben wir hier schon mal eben die Vorderseite, Doom, und hier haben wir, Doom ist hier tiefengeprägt, sehr stark, wie ihr hier seht, ist ein eher mattes Steelbook und schaut echt cool aus, mit vorne drauf, mit diesem Dämon hinten drauf, sehr geil. An der Seite steht Doom, ach, Kinnersch. Und hinten drauf haben wir dasselbe Motiv, finde ich etwas schade. Und wenn man es aufklappt, schaut es insgesamt so aus. Und innen drin haben wir dann hier dann den Dämonen-Multiplayer-Pack. Bisschen Werbung noch von Dishonored 2 und vom Doom Season Pass. Aber das Season Pass will ich wahrscheinlich nicht, weil hier gibt es nur 3 Multiplayer-DLCs und keine Einzelspielerkampagne, was ich sehr schade finde. Und dann hier haben wir noch Doom, das Handbuch. Auf 2 Seiten, na 4 Seiten, sagen wir mal so. Und das hier ist das Motiv von Amazon Exklusiv Steelbook. Könnt ihr euch gerne hier mal angucken. Schaut auch richtig cool aus. Natürlich, wenn wir alle beide hätten, wäre natürlich schon sehr geil. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ja. Und dann haben wir hier noch dann das, die Blu-ray, zumindest das, die Spiele-Blu-ray, nämlich Doom. Und der Innendruck finde ich immer richtig geil. Und der schaut so aus. Sehr, sehr geil, wirklich sehr geil und macht echt was her. Ja, und das war's jetzt auch schon vom Steelbook. Inhaltlich ist es, ist diese Edition etwas wenig wegen dieser Figur, aber wenn jetzt die Figur noch geil ausschaut, dann bin ich eigentlich schon komplett zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn Doom ist einfach ein geiles Spiel, habe ich früher gerne gezockt, das dritte, Teil, auch die alte bin ich auch gezockt. Lang, lang ist her. Und Lutschfinger. So. Und dann haben wir hier keine Kleben, also das finde ich aber sehr schön. Auch hier drauf ist Doom gedrückt. Gedruckt. Und sehr cool, man muss ja auch nicht einmal was zusammenbauen, sondern die Figur ist so, wie sie ist, schon mal ganz. Oh. Und das Teil stinkt ohne Ende. Also das riecht nicht gut. Puh. Aber was cool ist, auch Batterien sind mit dabei, sehr stark. Und, boah, Alter, das stinkt ja ohne Ende. Wahnsinn, Alter, weg. Okay, liebe Leute, so schaut sie aus, die Figur.
Absolut geiles Teil. Gefällt mir schon mal wie die Sau. Schaut echt sehr beängstigend aus. Und ich mache jetzt mal kurz einen Schnitt. Ich baue jetzt mal ganz fix hier die Batterien rein. Und dann werde ich mal hinter der Kamera sein und kommen und schauen wir uns mal diese Figur ganz genau unter die Lupe an. Und bis gleich. Ja, ich habe jetzt den Revenant zusammengebaut und habe ihn auch schon mal ausprobiert. Und das Ding ist echt cool. Und jetzt hier seht ihr jetzt dann mal diese Figur. Und hier vorne drauf eben die Raketenwerfer. Ich finde das Teil einfach nur genial. Hier nochmal im Ganzen schon mal. Er ist einfach saustark. Mir gefällt es wie die Sau. Und wirklich sehr ekelhaft schaut das Teil aus. Aber macht echt sau viel Spaß, es da anzugucken. Hier auch oben diesen Glanzeffekt an dem Kopf. Finde ich sehr stark. Das macht das alles echt aus. Natürlich ist es natürlich aus Plastik, ist völlig klar. Aber ich finde es einfach richtig stark. Und genau so haben wir auch diese Figur auch vorgestellt. Und was ich auch cool finde, man muss auch nicht selber drauf bauen, diese Figur, die ist schon fest drauf gemacht. Und hier jetzt eben sind einmal die Arme, wie sich hier das Fleisch abgezogen ist, mit den verschiedenen Klammern, um es eben festzuhalten. Hier, sorry. Soll ich rauszoomen. So, hier sieht man die Klammern. Hier noch dann die Finger, wo es hier auch eben, also der Detailgrad ist ja extrem hoch, wie ich finde. Und hier eben dann die Hüftknochen mit der Schraube drin. Und hier dann die Füße von der abgezogenen Haut, finde ich absolut genial. So, und hier geht es dann weiter. Die andere Seite vom Fuß, der andere Fuß. Und hier eben dann die Hüfte und hier eben dann die Gedärme, wo hier raushängen. Echt sau cool. Und jetzt hier eben dann der Brustkorb mit der Aufsatz mit einer Raketenwerfer. Und nochmal das Gesicht, auch das schaut wirklich sehr beängstigend aus, also das darf meine kleine Emmy nicht sehen, definitiv nicht. Und hier dann der andere Raketenwerfer und ich drehe mal rum und jetzt hier noch der andere Arm. Und wie gesagt, der Detailgrad ist ja echt extrem hoch vor diesem Teil, wie ich finde. Und dann sind wir auf der Rückseite mal angelangt und auch richtig stark hier die Wirbelsäule, wie man hier sieht. Ey, das ist ja wegen Medizin für Arme, oder nicht? Kann man ein bisschen noch was lernen. Und hier noch die Rückseite noch. Auch sehr stark. Und dann hier eben dann nochmal der andere Arm. Und jetzt hier unten dann der Sockel. Und der Sockel ist auch richtig stark, wie ihr seht. Und ich habe eben gerade die Batterie hier reingebaut. Und auch der hier ist extrem cool. Hier ist nämlich solche Waben und hier geht die Luft durch. Ich habe ein paar Kratzer von dieser Edition, also von den Dämonen natürlich, ist klar. Und dann drehen wir hier mal rum. Und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo es ganz wichtig ist. Hier eben die Einschaltknopf und nämlich der Einschaltknopf ist nämlich hier versteckt. Kann man hier abmachen und einfach auf On drücken. Können wir drauf machen, damit es jetzt auffällt. Und jetzt innen drin, saugeil, haben wir hier einen Ventilator mit Beleuchtung, wie ihr seht. Und das Ding dreht sich echt extrem schnell. Und hier eben die Beleuchtung, ich mache jetzt mal kurz das Licht aus. Machen wir kurz einen Schnitt hier. Ja, leider ist es hier trotzdem noch extrem hell, aber man sieht es hier schon und es schaut echt richtig cool aus. Wirklich war saugeiles Teil und macht echt sau viel Spaß, es anzugucken. Hier nochmal im Ganzen anzuschauen und ich werde jetzt nochmal kurz ins Dunkle gehen, um euch das nochmal ganz schnell zu präsentieren und echt saugeiles Teil und bin sehr froh, diese Edition in meiner Sammlung aufnehmen zu dürfen. Es ist zwar wirklich wenig Inhalt, das Steelbook und die Figur. Hier ist auch keine Limitierungsnummer mit dabei, aber nicht so dramatisch, wie ich finde, denn die Figur tut hier wirklich alles rausreißen. Das Steelbook ist natürlich auch top. Und jetzt geht es mal ganz kurz ins Stockfinstere und dann gibt es noch ein Endgeschmack. Jetzt sind wir hier im Dunkeln und ihr seht hier schon das flackernde Licht von diesen LED-Leuchten. Und ich finde es einfach nur genial. Echt war richtig geil. Und hier der Revenant wird richtig schön böse beleuchtet. Man erkennt natürlich hier im Dunkeln
fast nichts. Aber Doom spielt ja auch fast nur im Dunkeln und deswegen ist es richtig geil. Ja, jetzt geht's zurück nochmal zum Hauptschirm. Ja, liebe Filmfreunde und natürlich auch Gaming-Freunde und Doom-Freunde, das war's von dem Unboxing-Video von der Collector-Edition von Doom mit dieser geilen Figur und dem schönen Steelbook. Wie gesagt, der Inhalt ist etwas mager, 529 Euro ist schon etwas ein hoher Preis. Aber ich bin trotzdem froh, dieses Teil in meiner Sammlung zu haben, denn erstmal diese Figur finde ich richtig top mit diesem drehenden Luft. Oh, leck. Moment, nochmal ein. Turbine, mit der drehenden Turbine finde ich echt stark. Und ist auch mal was anderes von, für den Figuren. Und deswegen finde ich die Figur wirklich sehr top. Auch sehr schön verarbeitet, wie ich sie finde. Auch eben diese Glanzeffekt von dieser abgezogenen Haut finde ich genial. Und ja, habt ihr auch im Dunkel gesehen, wie es ausschaut. Richtig schon sehr bedrohlich und wirklich echt geiles Teil. Ja, das war's von mir. Und jetzt wird erstmal das Spiel installiert, damit ich heute Abend nochmal gleich gezockt, bevor ich auf die Arbeit wieder gehe. Ich kann das ganze Wochenende nicht zocken. Das ist furchtbar. Aber nichtsdestotrotz, ich hab's und euch viel Spaß beim Zocken und natürlich auch viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Und bis demnächst, euer Feuers80. Tschüss und bis.